Ja, wir sind hier auf der Ballermann Ranch in Blockwinkel und hier haben wir schon 8 Pferde, 2 Esel und 5 Hunde. 2 sieht man hier, Papas Mädchen und den Alvin. Ja, und vielleicht werden es bald noch mehr Tiere, die hier auf die Ballermann Ranch einziehen werden. Vor 9 Jahren hat eigentlich die Geschichte mit den Pferden angefangen und schuld war dieses Pferd hier, das ist Baby Fritz. Wir waren damals in einer Reitschule und ich wurde damals darauf hingewiesen, dass ich ein bisschen vorsichtig sein sollte, weil ich überhaupt keine Kenntnis von Pferden hatte oder wie die ticken. Und auf einmal kommt dieses Pferd raus, legt seinen Kopf bei mir auf die Schultern und spielt an meinem Ohr rum. Oh, ich habe da Schiss gehabt, da lief mir das Wasser runter vor lauter Angst. Vor lauter Angst, dass er mir das Ohr abbeißen könnte. Und auf einmal macht es Klick. Und auf einmal, und das ist jetzt, es klingt wirklich vollkommen blöde, aber es ist wirklich wahr, macht es Klick und dann habe ich verstanden, was dieses Pferd von mir wollte. Er hat nämlich gesagt, du siehst aus wie ein netter Papa, möchtest du nicht mein Papa sein? Und dann habe ich mich umgedreht und gesagt, ja, ob ich jetzt wirklich dein Papa? Ja, und dann wollte ich ihn kaufen und ich habe ihn gekauft. Ich hatte plötzlich das ganz klare Verständnis dafür, dass diese Tiere eine Seele haben. Dass sie ein eigenes Leben haben, dass sie Wünsche haben, dass sie auch Liebe suchen. Sieht man ja jetzt, diese Tiere, alle Tiere suchen auch ein bisschen Liebe. Und wir Menschen haben die Möglichkeit, diesen Tieren Liebe zu geben und ein Zuhause zu geben. Und das habe ich plötzlich verstanden, dass ich da diese Möglichkeit habe, den Pferden eben oder den überhaupt allen Tieren etwas Gutes tun zu können. Und das hat da Klick gemacht und seitdem, ja, da kam ein Pferd nach dem anderen. Es kommen sehr viele Pferde, die schon krank hier ins Land reinkommen. Und dann kam eben der Händler oft mit kranken Pferden und die taten uns immer total leid. Und deswegen haben wir dann, in einem halben Jahr hatten wir 5 Pferde. Mit der Ballermann Ranch haben wir uns einen Lebenstraum hier erfüllt und haben dann natürlich auch die Anlage Ballermann genannt. Ballermann Ranch eben, weil wir Inhaber der Partymarke Ballermann sind. Ballermann ist, glaube ich, Deutschlands bekannteste Event- und Partymarke und die Einnahmen, die wir aus der Verlizenzierung dieser Marke erzielen, die fließen in diese Anlage und in das Leben der Tiere. Und zum Beispiel ist das auch bei mir so ein Tier, wenn ich so ein Tier sehe, mit so einem Schicksal, kann dann dieses Tier, muss ich einfach behalten. Das ist bei Hunden so, bei Katzen so. Also mir ist es dann auch egal, wie die Tiere aussehen. Also jedes Tier ist mir dann willkommen. Wir haben natürlich im Leben sehr, sehr viel Glück gehabt. Dadurch, dass wir die Marke Ballermann bekommen haben, dass das Geschäft eigentlich wirklich gut läuft. Und ich muss sagen, ich habe sogar meine Frau am Ballermann kennengelernt. Und wir sind seit 21 Jahren glücklich verheiratet. Also ich habe im Leben, oder wir haben gemeinsam im Leben sehr, sehr, sehr viel Glück gehabt. Und ein Teil von diesem Glück, oder im Grunde genommen eigentlich alles Glück, würden wir ganz gerne mit anderen Tieren teilen. Wir möchten davon etwas zurückgeben, denn ich glaube, dieses Glück haben wir nur bekommen, auch vielleicht durch den Herrgott bekommen, damit wir da was Gescheites mit anfangen. Und was kann es Gescheiteres geben, als denen zu helfen, die sonst keine Hilfe haben? Und das sind ja die Tiere. Ja, die Tiere sind unsere Kinder. Wir streicheln die geben uns Küsschen, die verstehen uns auch. Die hören auch, wenn wir sagen, Mama kommt jetzt oder komm mal hierhin, komm mal dahin. Und also die sind Kinder für uns. Also die Tiere sind das Wichtigste hier auf der Anlage, denn erst, egal was passiert, zuerst kommen erstmal die Tiere. Und dann kommen die Tiere. Und wenn dann noch Zeit ist, dann gucken wir erst noch mal nach den Tieren. Und wir haben uns überlegt, wie soll das weitergehen hier mit der Ballermann Ranch, mit unserem Lebenstraum. Denn wenn ich nicht mehr bin oder Annette nicht mehr ist, dann würde dann wahrscheinlich die Anlage irgendwann verkauft werden. Der Traum wäre zu Ende. Und das wollten wir nicht. Wir wollten, dass es immer weitergeht und dass diese Anlage auch immer ein Zuhause für Pferde sein kann, immer das Paradies für Tiere.
dann sind wir einfach auf Gut Eiderbichl gekommen. Denn das, was wir uns hier für diese Anlage vorstellen, Paradies der Tiere zu sein, das gibt es bei Gut Eiderbichl schon lange. Ja, Michael Aufhauser hat ja damals mit Gut Eiderbichl ein Tierparadies geschaffen, die nachzuahmen eigentlich für jeden Menschen Pflicht sein sollte, der ein bisschen was für Tiere im Herzen trägt. Und deswegen bietet sich sehr förmlich an, drängt sich auf zu sagen, die Ballermann Ranch soll ein Teil von Gut Eiderbichl werden. Ab Januar 2019 dürfen wir uns glücklich schätzen, Eiderbichler zu sein. Und eben auch dankbar dafür, dass wir an diesem großen Werk, was Herr Michael Aufhauser geschaffen hat, dass wir das dürfen, dass wir daran teilhaben dürfen. Und das hat mir einen neuen Sinn gegeben. Es gibt also etwas, wieder einen neuen Impuls. Jetzt weiß ich wieder, wofür ich etwas mache. Und das ist das ganz Wichtige.